Hallöchen zusammen zum nächsten Part Zelda Ocarina of Time. Ich habe mir ein paar Hinweise mal wieder geholt, wie hätte es auch anders sein können und ich hätte jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, hier in Kakariko nach der Waffe suchen, was ich jetzt auch zuerst machen werde. Oder ich könnte mir die Dings holen, mein Pferdchen. Oh mein Gott, mein Pferdchen. Aber ich will, wie gesagt, erstmal hier mich drum kümmern. Das muss ich jetzt selbst erstmal gucken. Ich weiß nämlich, dass ich nach einem Grabstein mit drei Pflanzen suche. Und das scheint der hier zu sein, würde ich sagen. Komm. War irgendwas mit Aktion? Jupp. So, und jetzt kann ich den irgendwie wahrscheinlich wegziehen. Ja. Und nach hier unten. Ups. Und hier soll ich irgendwas... irgendwen treffen, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wenn das da richtig stand. Kiste? Ja, 5 Rubine, die habe ich eher weniger gesucht. Na egal. Nehmen wir mal eine Bombe. Und gucken, was hier passiert. Komm. Und suchen hier nochmal weiter. Hier ist ein Feenbrunnen. Den habe ich eigentlich eher weniger gesucht. Dann war es wohl der falsche Grabstein. Das war irgendwas, meine ich, mit drei Pflanzen. Guten Feenbrunnen ist auch ganz toll. Ich meine, die Herzen können wir immer gebrauchen. Aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Deswegen gehen wir mal direkt zurück. Ab nach da oben. Hier, der hier könnte das auch sein. Da sind auch drei... Nä, schon wieder so ein dämlicher Geist. Weg. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Werd wieder sichtbar. Und bleib weg von mir. Zack. Des Weiteren... weiß ich auch, was ich mit dem Geist machen kann. Oder ich weiß, dass ich den wohin bringen kann. Du hast einen Niederlicht gefangen, richtig? Nämlich zu dem alten, Dings da. Zu dem, na wie ist es jetzt? Zu dem, Wachhaus quasi. Wo früher immer diese ganzen, Dings standen. Die ganzen, ja. Behälter, Töpfe, keine Ahnung. So, Fragezeichen, Fragezeichen. Ah. Hey, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es mir zutraust. Wenn du es mir zutraust. Okay. Okay. Geh weg. Sollen der Müll? Rufen die Flammen um sich. Wo soll ich denn hin? Der ist ja auch uncool, ey. Geh weg. Was soll denn der Müll? Ah, dann nochmal. Also nochmal, also. Hier lang. Weg. Auch weg. Scheiß Flamme. Ih, pfui. So, hier lang und... genau da lang. Wo setzt jetzt deine blöden Flammen hin? Da ist ein... Ah. Ich muss auch erstmal eiskalt reinlaufen, ne? Idiot. Ah. Ich meine, ich sehe sie ja nicht, ne? Ich sehe sie ja kein bisschen oder so. Ja. Komm, lass mich hier durch. So. Ist er jetzt hin? Hier wahrscheinlich. Jetzt? Nee. Ja, ich glaube, das war nichts. Dann sehen wir nochmal zu dieses Mal. Komm. Blabliblub. Und diesmal nicht in die Flamme laufen. Nicht in die Flammen laufen. Nicht in die Flammen laufen. Ah, Mann. Du musst dich auch genau dahin setzen, wo ich lang will, ne? Wieso
setzt ja überhaupt Flammen? Das ist uncool. Ich meine, ne? Fair nicht so ganz, ne? Ist nicht so seins. Egal. Hier. Hier setzt er eins in der Mitte, glaube ich, hin oder so. Ja, okay. Da einmal rum. Hier lang. Jetzt. Dadurch, okay. Ups. Das geht ja noch weiter. Willst du mich nicht mal in Ruhe lassen hier? Offensichtlich nicht, ne? Komm, hier hoch. Los, Link. Und nu? Geht der hier hoch, ey? Willst du mich denn verarschen? Muss ich jetzt hier erstmal komplett rum? Toll. Finde ich ja nicht so toll. Schnell hier durch. Ah. Die Zeit beträgt 1 Minute 14. Hey Junge, du bist gut. Zu Fuß, was? Ja, scheint so. Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Und dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Finde ich doch gar nicht in Rückweg alle. Nee, okay, in Truhe. Da wird wohl dieser Fanghaken jetzt drin sein. Ich hoffe mal, ich finde den Rückweg, ey. Wahrscheinlich eher nicht, ne? So wie ich mich kenne. Tadadada, der Fanghaken. Cool. Nicht da und da und da hinsetzen. Schön. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt und ziele mit, ja, Steuerung, keine Ahnung. Lässt du C los, schießt du den Fanghaken ab. Okay. Jetzt will ich mal gucken, wo es hier lang geht. Ich hoffe, nach draußen. Was ist das? Ketten? Willst du mich verarschen? Warte mal. Wahrscheinlich muss ich da jetzt diesen Fanghaken schon ausprobieren. Setzen wir den einfach mal hier hin. Ach, was kann ich denn alles nicht mehr tragen? Das ist ja. Ah, das ist ja scheiße. Dekostab kann ich vergessen, Schleuder kann ich vergessen, Bumerang kann ich vergessen. Und diese komische Wundersaat, die kann ich auch vergessen. Na toll. Nein, speichern will ich nicht. Will ich das mal markieren? Und J. Das jetzt? Ich verstehe das ja nicht. Hey, wie so ein Laserpointer ist ja auch geil. Toll, ja super, geil. Komme ich hier nicht irgendwie hoch oder so? Warte mal. Navi will was sagen. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Okay. Hymne der Zeit heißt das dann wohl. Krieg die noch hin? Ja, das war sie. Krieg ich noch hin? Und das heißt, jetzt komme ich hier nach oben, hoffe ich mal. Ah. Okay, das erklärt einiges und ich komme jetzt auf diese ganzen hohen Sachen. Das ist schön. So, ich finde das ja toll. Da, 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 da. Herzcontainer, ich komme. Rüber. So, einmal so. Da, 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 da. Was soll der Müll?
Warte mal. Vielleicht mal mit diesem Enterhaken probieren. Ich sehe ja nichts, ey. J. J. Nee. Vielleicht hier oben drauf irgendwie. Scheiße. Ich will jetzt auch nicht da den ganzen Weg wieder rumgehen. Was sagst du denn noch? Sagst du was Neues? Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Was? Du bist eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Okay. Erlernt. Ich will doch gleich mal spielen. Oder so. Hab die Hertha schon gespielt, also. Und das bringt mir genau was? Deswegen komme ich jetzt bestimmt nicht hier rauf. Toll. Super. Jetzt kann ich im Kreis rennen. Super. Klasse. Egal. Wir geben jetzt unseren Enterhaken, das soll uns erstmal reichen. Wir können jetzt, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach unserem Pferdchen schauen, denn ich weiß ja, dass es das, ja, hier irgendwo geben wird, ne? Geben, wie auch immer. Ah. Mann, aber was will ich mit diesem ganzen Mana? Das können die sich sonst wo hier, ne? Und so. Schweinerei. So. Also ich weiß, dass es dieses Pferd auf der Lon-Lon-Farm geben wird. Da muss ich, glaube ich, mit irgendeinem Typen sprechen. Und mehr habe ich mir da jetzt auch nicht angesehen, weil wenn ich mich schon spoilern lasse, dann am liebsten eigentlich immer nur irgendwelche Hinweise. Also nur einen Lösungsansatz lasse ich mir in der Regel nur spoilern. Weil das ist so doch ein bisschen doof, ne? Also wenn er versteht, wie ich das so denke und keine Ahnung. Ist bei mir in der Regel immer so, wenn ich mich spoilern lasse, dann nur irgendein kleines Detail, wie ich am besten weitermache. Also, Lon-Lon Farm ist in der Mitte ja von der Hylianischen Steppe. Kriegen wir hin, kein Problem. So, also, Binder, schneller, Endnisse. Yay. Mein Gott, und es ist die ganze Zeit Tag hier und ich bräuchte auch mal Herzen wieder. Mensch, Schweinerei. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Da sind noch Dings da, sind Büsche. Da kann ich einmal nachschauen, ob ich was finde. So, also. Bums. Bombe. Mana. Naja, gut. Schade, eine Bombe kann man immer gebrauchen, ne? Aber ob die Dings jetzt so sinnvoll sind, das, ja, ne, lasse ich mal dahingestellt, ne? Aber gut, das ist auch schon die London Farm. Einfach da mal reingehen. Spinnen und, keine Ahnung, und drehen und nochmal drehen. Weil wie es, so schön ist. So. Jetzt will ich da aber auch mal mit irgendwem sprechen. Also ich weiß, dass die irgendwie den Besitzer geändert haben und keine Ahnung. In den 7 Jahren, die wir jetzt weg waren. Und ja, ne? Wollen wir mal hier mit irgendwem sprechen. Letztes Mal stand hier wer. Ja, heute offensichtlich nicht. Kann ich denn mit Pferdchen sprechen? Kann ich mit anderen Pferdchen sprechen? Kann ich mit dem anderen Pferdchen sprechen? Oder mit dem Pferdchen? Oder mit der Kuh? Muh!
Na, Basti, wie macht die Kuh? Oh Mann. Yay. Ja, lass mir hier durch. Lass mir hier durch. Dann gehe ich mal weiter hier rein. Mal sehen, ob... Schon wieder so viele Hühnchen. Schweinerei. Was mich mal interessiert... Na, das nicht. Egal. Gehen wir mal kurz da hoch. Na. Mensch, ey. Link, schrei nicht immer so. Ach, der ist am Pennen. Aufstehen. Ruhe. Ich muss Kühe, Hühner. Ja, okay. Machen wir mal ein bisschen Krach und hoffen, dass da Herzen drin sind. Was da? Herzen? Toll. Was will ich mit dem ganzen Geld? Ach, egal, ich gehe einmal kurz außen rum und schaue mal noch, was sich hier so alles auf der London Farm geändert hat. Könnte ja sein. Und ansonsten komme ich halt am Tag nochmal wieder. Also, da war eigentlich noch so ein Türmchen, das will ich mir einmal angucken. Und vielleicht steht hier ja irgendwo noch ein anderer Mensch. Ich meine, der wird das wohl kaum alleine managen. Auf dem Feld steht irgendwer. Glaube ich. Tralala. Was ist denn das für eine Musik? Bitte erzähl Basil nicht, dass ich dieses Lied singe. Naja. Dachte, die bringen mir jetzt auch noch so ein tolles Lied bei, aber dann lass es halt, ne? Vielleicht hat sie auch einfach nichts zu sagen. Nö. Egal, gehen wir mal schneller los. Weiter. Was mich gerade mal interessiert, irgendwo stand ja, dass unsere Lieder und was wir alles lernen, wie auch immer. Herzteil? Ach so. Zeldas, Salias, Hymne der Zeit, Hymne des Sturms. Okay. Gut, das war jetzt nicht das interessante Ding. Gucken wir da nochmal in die Hütte. Und ansonsten denke ich mal, werden wir hier erst am Tag irgendwas Sinnvolles finden. Also einmal noch da reingucken. Lauflink. Also ich brauche echt dieses Pferdchen, ey. Das wäre echt toll. Das Pferdchen. 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 Pferdchen ist toll. Kühe sind langweilig. So, dann will ich mal noch eben zurückgehen und hoffe mal, dass es dann Tag ist. Ansonsten beende ich den Part da hinten. Und ja, ne? Damit wir da vernünftig weitermachen können. Und wieso der sich da und keine Ahnung, jetzt drehen wir uns einfach nochmal doof durch die Gegend und Link schreit dabei doof rum. Warum auch nicht? Ne? Und irgendwie fehlen mir hier die ganzen Vögelchen. Hier waren doch letztes Mal Vögelchen. Und so. Ne? Egal. Hep, 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 hep. Wir sehen uns das nächste Mal bei Zelda. Ocarina of Time. Tschö.